So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit The Crew 2 und dem nächsten Auto aus dem Vehicle Drop vom März. Und das ist der Mercedes AMG C63 S Coupé. Und den könnt ihr euch holen in eben entweder, wenn ihr den Season Pass habt, kriegt ihr ihn umsonst. Und wenn nicht, dann müsst ihr ungefähr 350.000 Bucks bezahlen für den Wagen. Wir werden den jetzt mal fahren und dann uns klar wieder ein Rennen aussuchen. Und ich habe ihn schon ein bisschen getunt, ich habe ihn optisch ein bisschen verändert, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und der Wagen ist jetzt im März dazugekommen. Es gibt auch noch einen anderen Wagen, den zeige ich euch dann in einem anderen Let's Play. Aber wir werden jetzt den Wagen hier mal testen. Wir fahren erstmal auf normal oder auf schwer können wir mal fahren. Und dann können wir uns den Wagen mal anschauen. Und ja, Mercedes ist jetzt nicht meine Lieblingsmarke oder die ich sehr gerne fahre. Es kommt immer darauf an, welcher Mercedes das dann ist. Da die Fahrzeuge oder die Mercedes meistens ein bisschen schwerfälliger zu fahren sind, weil sie sehr groß sind. Und ja, der Wagen ist auf jeden Fall sehr schön vom Aussehen her. Sieht da wirklich, wirklich schön aus und richtig schön designt. Und gerade wenn es Nacht ist, dann sehen die Autos nochmal irgendwie cooler aus, weil die Beleuchtung so toll ist im Spiel. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie der Wagen sich fährt. Und ja, Mercedes ist eine coole Marke, auf jeden Fall, aber es gibt für mich persönlich eben ja bessere Marken, die mir dann noch ein ganzes Stück besser gefallen. Von der Steuerung her bisher steuert es sich eigentlich ganz gut. Also man merkt schon, wenn man ein bisschen um die Kurve slidet, dass das Heck dann schon ab einem gewissen Punkt ziemlich ausbricht, aber da kann man gut dagegen halten. Aber bisher fährt er sich wirklich sehr gut, also besser als ich dachte, denn die anderen Mercedes, die ich so gefahren habe, bisher, die waren ein bisschen schwerfälliger, aber der fährt sich jetzt eigentlich ganz gut. Klar, ich habe ihn jetzt auch schon richtig gut getuned, also ich habe ihn eigentlich fast auf maximal mit den neuen Teilen ausgerüstet, mit den gelben Teilen, aber er fährt sich wirklich sehr gut, also muss ich echt sagen, besser als ich gedacht hätte. Und ja, die Fahrzeuge, die im Vehicle Drop immer sind, sind ja meistens zwei Fahrzeuge, manchmal ein Street Race Fahrzeug oder ein Flugzeug, das ist immer unterschiedlich und klar, den einen Monat gefällt es den Leuten besser, den anderen Monat nicht so gut. Diesen Monat finde ich aber, sind echt gute Varianten von Autos dabei, wie gesagt, einmal dieser Mercedes und dann so ein Spiker, noch ein Spiker Fahrzeug. Ich kenne die Marke jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Fahrzeug. Das werde ich euch dann nochmal in einem anderen Let's Play zeigen. Aber dieser Mercedes fährt sich wirklich sehr gut und kommt gut durch die Kurven. Klar, das ist jetzt nur diese Strecke. Es kann sein auf anderen Strecken, dass es sich da nochmal ein bisschen anders fährt und ein bisschen anspruchsvoller wird, weil hier sind jetzt nicht allzu schwere Kurven oder so. Aber er fühlt sich auf jeden Fall gut an und steuert sich sehr schön. Und ist auch ziemlich schnell. Es gibt klar den einen oder anderen Wagen, der dann nochmal schneller ist. Aber er zählt auf jeden Fall vom Handling her mit zu den besseren Fahrzeugen. Und ihr könnt ihn natürlich auch ein bisschen tunen. Es kommt immer darauf an, welches Fahrzeug man dann hat. Die einen Fahrzeuge kann man mehr tunen, die anderen weniger. Und das habe ich auch getan. Ich habe das Aussehen ein bisschen verändert und dann Teile reingebaut. Es ist schon wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Also Mercedes generell sieht ja immer sehr schön aus und deswegen ist es sehr cool, diesen Wagen zu haben. Klar, mit dem Season Pass kriegt ihr ihn kostenlos immer 7 Tage früher und dann 7 Tage danach kann jeder andere mit dem Fahrzeug dann spielen und ihn fahren. Jetzt haben wir wieder neue Teile bekommen. Wir können nochmal kurz nachschauen, ob die Teile etwas bringen. Also hier klar nicht. Da habe ich ja schon was Goldenes ausgerüstet oder Gelb besser gesagt. Ich warte noch drauf, dass ich ein Teil bekomme, das ja die gleiche Ausrüstung hat wie hier, ne? Weil wenn ihr alle mit den gleichen Perks ausrüstet, dann kriegt ihr nochmal eine spezielle Belohnung. Das ist richtig cool. Aber habe ich jetzt nichts bekommen und wir können jetzt nochmal ein anderes Rennen fahren. Ich kann jetzt hier, keine Ahnung, mache ich mal Detroit Interstate. Und ja, also ich finde die Vehicle Drops sehr cool. Der letzte Monat war schon sehr geil. Da haben mir beide Fahrzeuge sehr gut gefallen, weil da war ein Porsche dabei. Und den fand ich schon richtig gut. Und ein Audi. Jetzt hier ist es ein Mercedes und der Spiker. Der Spiker, den finde ich jetzt nicht so schön. Den werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal in einem Let's Play zeigen. Ich muss ihn mir aber erst freischalten und Geld dafür verdienen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon sehr cool, dass es immer wieder neue Fahrzeuge gibt und es kommt ja diesen Monat auch noch neuer Inhalt.
Ich glaube, am Dienstag, am 25. März gab es einen neuen Livestream vom Spiel, wo nochmal darauf eingegangen wird, was alles Neues kommt im Monat ab März oder was alles so in der nächsten Zeit kommt. Klar, den kann man sich dann anschauen und ich habe den dann auch angeschaut, aber ja, da werden wir dann nochmal in einem anderen Video drüber reden. Jetzt habe ich mich leider verfahren, oder? Ja, ich habe mich total verfahren. Das war nicht geplant. Und ja, hier diese Strecke ist ein bisschen anspruchsvoller, weil es nicht so leicht zu sehen ist bei der Beleuchtung jetzt, wo es hingeht. Deswegen habe ich mich auch kurz verfahren. Aber da wir auf Normal spielen, sollte es kein Problem sein. Und hier bei den Kurven, die ein bisschen so, ja, stärker sind, fährt er sich eigentlich auch ganz gut. Also muss ich echt sagen, bei nicht vielen Mercedes habe ich so ein gutes Handling gehabt. Und das mag sein, dass der Wagen halt einfach dadurch, dass er ein bisschen kompakter designt ist, nicht allzu groß ist, kann man ihn deswegen auch gut steuern. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und es gibt ja viele Fans von Mercedes. Also ich kenne viele, die diese Marke sehr mögen und die werden sich riesig drüber freuen, dass dieser Wagen jetzt auch im Spiel ist. Und oh, scheiße, da habe ich mich wieder verfahren. Es kann manchmal sein, klar, wenn man dann über diese Gräser fährt, dass man ein bisschen ja, sich verfährt dann, weil der Wagen dann ordentlich am Schlenkern ist. Aber ja, das geht dann schon. Man kann sich zurücksetzen, ihr habt es gesehen, und dann ist man ja wieder sofort zurück auf der Strecke. Und das geht dann eigentlich ganz gut. Oh, der hat sogar hier eine Abkürzung genommen, glaube ich. Es gibt ja auch immer wieder auf den Strecken verschiedene Abkürzungen, die dann nochmal wirklich krass die Strecke abkürzen. Also ich habe da schon öfter mal gesehen, dass die KI auf einmal vor mir war und ich habe nicht gesehen, wo die abgebogen sind. Da gibt es echt sehr viele in dem Spiel, aber ich habe noch nicht alle. Oh, jetzt verfahre ich mich schon wieder fast. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass man hier abbiegen muss, aber das ist dann nicht so. Ja, es gibt immer viele so geheime Streckenabschnitte, wo man fahren kann und dann wirklich richtig viel Zeit gut macht. Und da gibt es so viele, die habe ich noch nicht alle entdeckt. Also es gibt dann manchmal auch solche Sprungschanzen, da kann man dann über die Strecke drüber springen, die dann auch nochmal die Strecke abkürzen. Aber ja, macht auf jeden Fall sehr Spaß, immer noch der Q2 und ich bin auch gespannt dann, was im April kommt, was da für Fahrzeuge kommen. Sie wechseln sich ja immer so ab, Motorräder, dann mal wieder Rallycross-Fahrzeuge und andere. Also ist klar, bei so vielen verschiedenen Disziplinen in der Q2 musst du immer wieder mal andere Fahrzeuge bringen und andere Fahrzeugtypen, weil du willst ja auch deine Fans vom Spiel dann zufriedenstellen. Und klar, nicht bei jedem Fahrzeugtyp, der kommt, kann man jeden zufriedenstellen. Das ist ganz normal. Aber ich fand bis jetzt die Vehicle Drops ganz gut. Klar, bei Flugzeugen und so habe ich mich nicht so gefreut, weil ja, die Flugzeugkategorie mag ich jetzt nicht so, weil es immer ziemlich langweilig ist, wenn man durch die Luft fliegt. Man macht zwar Rennen und so, aber es passiert nicht wirklich Spannendes. Und ja, wir haben das nächste Rennen abgeschlossen, haben es geschafft, kriegen jetzt klar wieder Teile, die uns nicht wirklich viel bringen werden. Aber ich finde den Wagen wirklich sehr gut, also besser als ich dachte. Und kann ihn euch wirklich empfehlen. Bisher, so von meinen Eindrücken, die ich bisher habe, muss man klar noch auf den anderen Strecken testen und schauen, wie er sich dort fährt. Aber bisher finde ich ihn ganz gut. Und das ist, wie gesagt, der Mercedes, der jetzt im Vehicle Drop war. Und den anderen Wagen werde ich euch dann auch noch zeigen. Den kann ich noch mal kurz hier im Menü zeigen, wo der ist. Der ist dann beim Katalog ganz unten bei Spiker. Hier Spiker. Das ist der andere Wagen, den ich mir noch holen muss. Der kostet 301 Bucks und den werde ich mir noch holen und dann den mal testen und dann euch drüber berichten. Ja, ich danke euch dann fürs Zuschauen bis hierhin ja, im Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.